Ja, du holst dir zwei Rennen. Du hast kein Geld. Eck, nein. Aber doch. Du musst zurück. Nein. Das geht nicht. Nein. Zu einem Video. Mein Name ist Selina. Leute, wie ihr seht, haben wir hier eine schöne Pracht. Und zwar haben wir hier Pfandflaschen. Ich weiß nicht, wie viel die wert sind und was für ein Betrag rauskommen wird. Aber Ali hat das gleich. Ali, bitte zeig mir deinen Wert. Nein. Hört ihr das? Da sind Colaflaschen drin. Aber sehr, sehr viele Colaflaschen. Alina, woher kommen diese Colaflaschen? Von meinem Konsum. Und wie oft trinkst du am Tag eine Colaflasche? Auf jeden Fall, Alina wollte damit sagen, sie kriegt ein bis zwei Colaflaschen am Tag. Auf jeden Fall, Leute, ich mache heute eine Challenge mit der Alina. Eck! Die Pfandflaschen-Challenge. Und zwar, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Wert die hier haben oder wie viel die hier haben. Aber wir werden das schätzen, Leute. Und zwar wird Alina jetzt meinen Betrag schätzen. Ich werde dann ihr Betrag schätzen. Und dann machen wir das umgekehrt, sodass sie ihren eigenen schätzt und ich meinen eigenen. In der Tat. Und der Verlierer muss dann mit 1 Euro versuchen zu leben. Ja, und der Gewinner, der kriegt die ganzen Pfandflaschen. Also den ganzen Wert der Pfandflaschen. Wir fangen jetzt erstmal an mit meiner Pfandflasche. Alina, wie viel schätze ist bei mir drin? Also ich schätze 6. Ich schätze 4 Euro. Ich schätze. Oder nein, 5,50 Euro. Ich schätze 6,25 Euro. Okay, 5,50 Euro. Nein, ich schätze 6 Euro. 6 Euro? Ja. Genau 4 Euro. Also ich schätze, Alina hat 5 Euro. 5. Ja, doch, nein, ich schätze, Alina hat 2. Was? 2 Euro? Nein, 3,60 Euro. 3,75 Euro. 3,75 Euro? Ja. Ich schätze bei mir ungefähr 6,50 Euro. Also, wir haben jetzt unsere Ergebnisse. Und Alina, wie viel hast du bei meinen Flaschen geschätzt? 6 Euro, oder? Ja, und ich habe 5,50 Euro geschätzt. Und ich habe einen Wert von 4 Euro. Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Ja, wie viel hast du? Auch 2,50 Euro. Fakt ist, ich habe gewonnen. Und zwei Red Bull Flaschen habe ich von einem türkischen Laden geholt. Ich dachte, da wäre Pfand drauf. Da steht irgendwas auf Türkisch. Und habe gemerkt, dass da gar kein Pfand ist. Ja, auf jeden Fall habe ich gewonnen. Das bedeutet, Alina. Pfand her. Viele leckere Rich Girl. Rich Girl. Ist eine Pusteblume, ja. Ich bin sehr glücklich, dass mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Guck mal, wie schön das aussieht. Das ist immer stark. Also, Alina. Warte, du hast gar kein Geld. Ja, doch, 1 Euro. Von meinen Pfandflaschen, ja, gell? Ja. Ich sehe schon, wie ich den ganzen Tag ein Brot esse und ein Wasser kaufe. Cola ist da wohl nicht drin, hä? Nee. Ah! Scheiße! Die meine Hände sind voll. Was machst du? Ja, ich hab mich. Hast du geduscht, oder was? Ey, die duscht in Kundentoiletten. Den Salat, den ich wollte, gibt es nicht. Also ich habe so oder so nicht viel Geld aus, weil sage ich mal, deswegen nehme ich ja diese Milchschnitte für 29 Cent, sorry. Wir gehen jetzt zum Brot und er kann sich eh nichts leisten, außer so ein Weizenbrötchen. Also ich habe mir jetzt ein Weizenbrötchen, weil ich habe so oder so nur 1 Euro insgesamt und 29 bis 50 Cent ergeben. 44 Cent. Das heißt, ich bin noch in meinem Business-Niveau von 1 Euro. Und Brot kann man immer essen. Außerdem kenne ich diese Challenge, also dieses Überleben mit 1 Euro. Noch von der letzten Challenge. Und wer Brot kauft, ist schlau. Ich gönne mir einen Berliner. Im Gegensatz zu Alina muss es keine 15 Cent kosten, ne? Sondern ganz 50 Cent. Ich habe mir auch noch Pommes geholt, weil die kosten 88 Cent anstatt 1,30 Euro. Die Süßigkeitenabteilung ist die gesündeste. Und zwar ist in, zum Beispiel hier, es sind Kartoffeln drin. Und Kartoffeln sind gesund. Also Friends, ich hole mir jetzt so Schokoladenkekse von Leibniz für 1,30 Euro. Black and White. Und die sind sehr gut aus. Guck mal, wie ich... Der sieht so saftig aus. Brio-Torte für 6 Euro. Ich könnte mir kaufen, aber muss ich alles andere zurücklegen. Nein. Tomate Mozzarella. Da sind 6 Stück drin. Egal. Pommes, 99 Cent. Spaß, ne? Ich kann nicht 1 Kilo Pommes essen, Leute. So viele verschiedene Pizzasorten. Das überwältigt mich, aber das ist alles zu teuer. Die isst nur eine Pizzasorte, sagt, oh mein Gott, es gibt so viele Pizzasorten. Was für kleine Arizona. Große Arizona. Ich habe so lange kein Arizona mehr getrunken, Leute. Und das hier ist absolut die beste Sorte nach Pfirsich-Eistee. Also bitte. Ja, du hast kein Geld. Du hast kein Geld. Eck, nein. Aber doch. Du musst zurück. Nein. Das geht nicht. Nein. Mein Essen, mein Getränk und mein Snack. Für den Tag, wenn ich nicht umkippe, damit ich ein bisschen Zucker reinkriege in mein Gehirn. Wir sind hier mit zu Hause und ich mache erstmal meine Haare zusammen, da ich jetzt das Essen anschauen werde und es sieht so gut aus. Also Freunde, wir haben hier einen Berliner. Dann haben wir hier Brombeerchips original. Ich habe gesehen, die haben es auch mit Ketchup gehabt, aber ja, Sally hat Fehler gemacht. Arizona, Leute! Dann hier Wasser. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Wasser gekauft habe. So eine fette Box. Tomate, Mozzarella. Baguettes, 6 Stück, dann sind da drin. Also ich kann auch nicht aufgeben.
kann ich hier einen Milchschnitte. Das werde ich jetzt essen direkt. White Kakaokekse. Also, ich habe hier drei Sachen. Und zwar Wasser, Milchschnitte und ein Weizenbrötchen. Und Leute, dieses Menü erinnert mich an meine frühere Schulzeit, weil ich hatte halt immer so in der Mittagspause so 1 Euro, 1,50. Und ich dachte so, boah, wenn ich 1,50 hatte oder so gezahlt, ich dachte so, wow, I'm the richest girl in the world. Im Gegensatz zu Alina muss ich mir keine Sorgen machen, ob ich mein ganzes Berliner esse oder nur die Hälfte. Ich brauche gar nicht erst anfangen zu reden. Ey, Brot, so lecker. Ich habe schon viel Wasser getrunken. Ich habe gar nicht nachgedacht, dass es noch länger halten muss. Also, ich habe einfach getrunken wie Wasserfall. Jetzt ist mein Bauch mit Wasser. Ein Wasserfall trinkt nicht. Ja, egal. Smash Dog und Egg spielen ein Spiel. Und zwar kennt ihr alle das Video, wo ich Eggs Handy gesperrt habe. Egg, du hast jetzt mein Handy gesperrt und darfst dann die Zahlen nachtanzen. Warum glaube ich, dass sie die Zahlen vergessen will? Schön vergessen, Schatz. Mein Handy ist gesperrt. Tanz die Zahlen. Shake it. Okay, Smash Dog, jetzt sei motiviert. Bin ich. Du musst meine Bewegung. Okay. Hakuna mit 3. Oh, bist du so schlau? 2 in die Hocke und dann A nach hinten ziehen. Dann 3 wieder in die Hocke, wieder hoch und dann 0. Dann 3 und 2, 3 und 0. Du musst dein Handy weglegen, sonst wird es hier nicht. Und go! 2. Ich habe mich mit der Dancing Queen gefühlt. Ich habe voll in meiner Rolle. Okay. Ich glaube, Smash Duck, ich übernehme jetzt deine Rolle als Zahlen Queen. Ich bleibe die Zahlen Queen. Es war sehr schön heute, diese Zahlen nachzutanzen. Und es war was Neues für mich. Was Frisches. Was Spontanes, Gutes, Frisches. Das hat mir super gefallen. Während Alina nur noch ihr Milchschnitt hat, Leute, tue ich jetzt hier diese zwei wunderschönen Baguettes in den Ofen rein. Und Alina kriegt keins von beiden, Leute, weil sie hat sich falsch entschieden. Jetzt kriegt ihr halt gar nichts, das ist die Strafe dafür. Sie kannte die Spielregeln. Und eigentlich habe ich gehofft, dass ich verliere, aber sie kannte die Spielregeln. Lernen schätzen, lernen ungefähr, wie heißt das? Mathe. Mathe, genau. Auch das auch. Wer ist einer von euch, wie lange so ein Baguette bleiben muss? 6, 7 Minuten, 6? Nein, locker so 12. Oha, ich stelle auf 8. Sicher, dass es gut geht? Oh, hallo. Kennt man dich? Ah, nee. Ah, du bist sehr scharf unterwegs. Hier, was zu trinken? Arizona oder Wasser? Arizona, oder? Ich glaube, dass ein Mund bekommt zum Reden. Geh ich mal Arizona wieder? Du bist schon geil. Ey! Gib mir mein Arizona wieder. Oh, du findest es eklig, wie ich trinke. Bin ich scheiße los? Aua. Ey, ganz kurz, gell? Er hat sowas mal echt gemacht an Valentinstag. Ja, mit Niall Horan. Die hat ein Bild von dem ausgedruckt, hat das in ein Bilder reingestellt. Das war ein iPad, glaube ich. Was machst du? Okay. Ey, die steckt es in ihre Nasenlöcher rein. Ey, ich weiß, was auch immer die gegessen hat, gell? Es geht ihr nicht gut. I can breathe. Als Ex kam ausgemacht hat, meinte sie, dass Selina hat angefangen zu brennen. Also, wir wissen ja, Ecke labert gerne und sehr viel. Ah, nee, warte, das bin ich. Wir brauchen ein Kuchendings da, weil sonst geht das nicht, Leute. Ich zeig euch jetzt, wie man das perfekte Baguette rausholt. Ihr geht auf die Knie runter hier zu dem Ding. Scheiße, warte. Ich glaube, ich hab's. Und warum nimmst du nicht einen größeren Teller? Ich hab keinen Bock zu waschen. Zwei perfekte Baguettes für mich und mich. Jetzt gehe ich in den Eckzimmer, weil Egg hat nichts mehr zu essen, ich aber schon. Das heißt, ich darf damit flexen. Ich will gar mein Haar machen, das ist kein. Nein! Nein! Ach Gott. Ich gönne mir das jetzt vor dir. Junge, gib doch jetzt! Herr Eck, du hast verloren. Ja, und? Ist doch egal.
Es ist Egg, nein, Egg, Egg, Duff, Egg!